Ich frage mich ja, wann du die nächste Werbung in die Let's Plays reinbringst. Was kommt als nächstes? Babypool oder so. Nee, Überleg dir die geben eh nicht so viel Geld dafür. schon. Ja, stimmt. So, Zünd jetzt erstmal kommen ein wir Licht an. die Lampe hier an, ne? Ja. Zack. Jetzt liegen hier erstmal ein paar Sachen. Ich meine, hier lag. Das Metallobjekt, da brauchen wir nur den Rahmen für, ne? Jupp. Ich meine, hier lag aber Licht noch an. was, ne? Ja, da Okay, liegt nicht. noch in der Schublade was. Deswegen sage ich ja, da liegt vielleicht auch noch ein Verteidigungsobjekt auch noch. In irgendeiner Schrankschublade liegt noch Munition. Na, Jo. Sechser Gewehr, sehr schön. Ich meine, da liegt aber auch noch was, oder? Bin ich behindert? Ja! Batteriepack. Oh, ich bin so gut. Sehr gut. Ich hatte gerade so aus dem Augenwinkel dieses Rote entdeckt. Wir haben im Übrigen 18 Magnumschüsse, ne? Nur so nebenbei. Die werden wir wahrscheinlich auch brauchen. Mal so als vorsichtige Prognose. Ja. Bist erstmal auf der sicheren Seite. Was machst du jetzt? Ach, nochmal zur Truhe. Ich werf das Metallobjekt raus. Und nimm die Kurbel mit. Stimmt. Ist richtig. Ne, nicht wie ein Resi 2. Gehst den ganzen Scheiß wie runter bei dem Speedrun und vergisst dann die Kurbel mitzunehmen. Werden wir aber wahrscheinlich nochmal drauf eingehen in Resi 2. Soll ich mir ein grünes Kraut zum Heilen mitnehmen? Ich bin auf gelb. Ja, mach mal. Ich Aber lade mal. ich glaube, es kommen gar keine Gegner. Aber mach mal. Mach mal, Ich wie du lade denkst. mal, ich lad mal mein Gewehr durch auf 6 Schuss und leg den Rest weg. Ich sag mal so, es kommen noch genug Hunter. Vorher bist du wieder bei einer Truhe. Ja, ich habe jetzt 15 Knarren, dann 31er Magazin, 6er Gewehr, Batterie, Kurbel und gutes Kraut. Also geht in Ordnung. Auf geht's. Auf geht's. Wir müssen an den Schlangen vorbei. Soll ich dir mal ein blaues einpacken? Ja, wenn du es hast, immer mitnehmen. Ich nehme einfach ein blau-grünes mit. Da kann ich mich zur Not von gelb auf grün hauen. Sounds like a plan. Yay! Wir dissen uns gar nicht mehr. Junge, dadurch verlieren wir Abonnenten. Naja. Ich will dich erstmal ruhig halten jetzt. Nachdem ich So, solange die Beruhigungspillen wirken. wenigstens ein bisschen. Du darfst mich ruhig dissen. Ich war bloß im ersten Part, den wir zusammen gemacht haben, ein wenig angesäuert vom Tag heute. Entschuldige nochmal. Falls ihr Doch, mich wir, hören doch, wollt. wir, doch, wir sind vor die Tür gegangen und haben das draußen geklärt und nachdem Andi Also. und nachdem jeder ein paar blaue Veilchen hatte, können wir wieder weiterspielen. Er hat mich zum Weinen gebracht quasi. Und mich ganz Angelika Kalvers-mäßig gefragt, was los war. Du kommst doch im Juli, ne? Of course. Das freut mich. Dann Mich zeige auch. dann nehmen wir auf jeden Fall den EX Battle Mode auf, ne? Also da werden euch ein paar Koop-Let's Plays erwarten. Wir werden mal gucken, wie wir es mit der Technik machen, mit gleichzeitiger Stimmaufnahme. Aber wenn es klappt, haben wir schon viele Pläne neben Resi 2 noch. Auf jeden Fall. Wir denken da zum Beispiel an Scott Pilgrim gegen den Rest der Welt. Ein Scott Pilgrim, genau. sehr cooles Spiel. Da könnten wir richtig viel Scheiße labern und ja, jede Menge anderes Zeug. Ja, da kann ich auch viele Anekdoten aus dem Comic bringen, muss ich nebenbei. Bro, ich überleg grad. Hier lang ging's, ne? Ja, du musst jetzt erstmal ganz normal Ich den muss Weg erstmal. gehen bis Ja, zur bis erstmal ganz Batterie. normal. Ja, genau, an dem Brunnen da, ne? Vor der Wasserfallöffnung. Dann nimmst du den Fahrstuhl, fährst hoch, lässt das Wasser, machst das Wasser wieder rein, fährst wieder runter und dann, ja. Und Jo. nun kommen wir zur Stelle, die einzige Stelle im Spiel, die ich nicht weitergekommen bin. Die ich damals im Internet nachgeguckt habe. Ich weiß nicht, ich war zu faul gewesen, länger nachzudenken. Ich fand das Spiel so geil, ich wollte nur noch weiterspielen irgendwie. Und ja, aber ihr seht jetzt erstmal, was ich meine. Erstmal gehen wir ganz normal zum Wasserfall. Chris, wie läuft's bei dir mit Abe?
Awesome. Viele neue Videos oben und ja, es macht riesen Laune. Ich bin jetzt bei 49 Mudokons, wenn ich richtig gezählt habe. Also Halbzeit. Bei 50 gibt's das gute Ending und ja, das haben wir so gut wie schon in der Tasche schon. Auch wenn ich es nicht schaffen wollte, alle zu kriegen, hat das ist schon mal garantiert. Aber ich habe ein paar Insider-Infos, ich bin gut dabei, ich habe alle bisher. Ich kann mir nicht vorstellen, wie deine Ausraster aussehen würde, wenn du am Ende nicht alle gehabt hättest. Na, noch erwarten mich ja 50. Und ich habe das Gefühl, es wird noch richtig scheiße. Ja. Aber zurück zu Resi. Hör auf, Werbung zu machen. Weißt du auch, deine ganzen Abonnenten kommen doch nur durch mich. Stimmt. Die wechseln ja alle geschlossenes Lager zu mir. Zum Beispiel Natsukawa oder I Love Women 93. Ja, das waren indirekte Grüße. Mal was anderes. Ich hasse dich. Und wir alle lieben Frauen und wir alle lieben Jill und jetzt gucken wir wieder auf Resident Evil. Ja, ich will das doch nur ein bisschen spannender gestalten. Aber was soll man schon labern bei einem Rätsel? Stimmt schon. Ja. Dies ist ein geiler Fahrstuhl, der Rost ist einfach nur faszinierend. Oh mein Gott, eine Lampe mit irgendwelchen Viechern dran. Werden wahrscheinlich Motten sein, wenn ich in der Schule richtig aufgepasst habe. Nee. Apropos Motten, eine Parallele zu Pokémon, da gibt's ein Pokémon, das heißt Omod. So ungefähr sieht Earthbound bei mir aus. Es sind aber wirklich viele Pokémon-Parallelen da. Also nicht Pokémon-Parallelen, von wegen abgeguckt, sondern einfach nur, welche Ideen da vielleicht mit dabei waren. So, das Ding ist, ich bin nicht drauf gekommen, dass wir hier das Wasser wieder hochmachen. Denn man denkt ja, man macht das Wasser runter und kommt dadurch durch und scheißt auf dieses Loch hier. Aber man muss drauf kommen, die Kurbel nochmal zu benutzen und alles rückgängig zu machen. Echte harte Denkarbeit. Dam. Das ist fast schon Kistenrätsel. Der Wasserfall ist nicht mehr zu hören. Hä, hey, es ist eigentlich ziemlich obvious. Vor allem, wenn man die Kurbel behält und nicht abgibt. Aber ja. Naja. Und die Batterie auch irgendwie einen Zweck haben muss. Außer, dass man sie in den Nippel dran anschließen kann. Nach diesem Exkurs in Andys Sexualpraktiken machen wir uns auf und es geht endlich weiter. Hooray! Denn jetzt kommt einer meiner Lieblingsabschnitte in diesem Spiel. Abgesehen, dass alles ziemlich fett aussieht in dem Spiel, aber das Setting jetzt ist urgenial. Du meinst die Mine, richtig? Allein schon der Eingang, sehen wir gleich, was ich meine. Wenn keine Monster mir jetzt den Kopf abhacken, bevor der hinkommt. Ich glaube nicht, wenn dich jetzt hier kleine Schlangen anschlängeln. So wie du, als du jetzt zu Besuch warst, ne? Ich liebe es, wenn eine Schlangenfrau sich um mich schlängelt. Baby. Medusa-Style, ne? So, was ich meine ist... das hier, ich liebe es. Sieht den schönen Hammer Atmosphäre. Sieht wahrscheinlich bei YouTube weniger imposant aus, als gerade bei mir vor dem Bildschirm. Und aber trotzdem, sieht sehr genial aus. Vor allen Dingen Jills hinter dem Feuer. Shake that ass. Ja. Sind hier nicht bei Chin-Chan. Für die Fans. Dachte ich mir. Kleine Geste. Andys Fanclub. Mitglieder anonym. Strutten, der ist. So, geradeaus meine ich, war eine Kiste und die waren noch keine Gegner. Denn Safe Room. Genau, erstmal weitergehen zur Truhe und zum. Genau. So, du Schreibmaschine. Was sagst du? Sollen wir speichern? Wir haben sowieso wieder Ink Ribbons. Ich meine, Schaden kann es sein. Ich weiß nicht, wie viel wir jetzt haben. Wir haben jetzt, lass mich nicht lügen, ich glaube 10 oder so. Ja, mach doch. Sicher ist sicher. Ist zwar nicht beste Durchspielmanier, aber Hauptsache du schaffst es durch. Ich hab dich auch lieb, weißt du? Ich weiß. Außerdem, wir machen ganz kurz ein bisschen Inventarmanagement, weil ich will ein paar Sachen weglegen. Speichern und danach ist sowieso erstmal der Part zu Ende. Du willst ja nur Zeit schinden, um 5 Minuten rumzukriegen. Nein, mein Freund, das nennt sich offiziell unter Let's Play Inventarmanagement. Leute, Andi will jetzt 5 Minuten im Inventar wühlen. Seriously. Chris, ich weiß nicht, was wir mitnehmen sollen. Nein, Spaß. Du brauchst natürlich die Kurbel, jetzt noch nicht. Nein, ich brauch dafür eine andere Kurbel. Ich brauch dafür eine 4-Kant-Kurbel, keine 6-Kant. Stimmt. Ja, schmeiß die Kurbel weg, genau.
So und speicher wie ein Weichei speichert. Dann speichere ich halt nicht. Lass mir das doch nicht von dir sagen hier. Ja, tust du, weil du gerade nicht gespeichert hast. Das erinnert mich an die Sache mit Forrest. Öffne ihn für die Fans. Aber manchmal hasse ich dich. Es speichert er doch. Große Verwirrung hier. Halt einfach deine Klappe. Für die Fans, speichern. Genau, so sieht das aus. So, wer findet die Schreibmaschine nicht total geil mit ihren runden Tasten? Ich nehme trotzdem 12 Gewehrmunition mit, ne? Was zu heilen. Was? Nachher tauchst du noch hier auf. Andi gibt es nicht zu, aber er klemmt auch die Schreibmaschine gerne an seine Nippel. Aber jetzt geht's weiter. Nein, ganz ehrlich. Seriously, komm aus dem Arsch. Gar nicht wahr. So. Jetzt mach. Du brauchst keine Key-Items erstmal mitnehmen, glaube ich. Kann ich hier schon rein? Du musst. Hier. Okay, wenn ich muss, eine Tür mit einer 8 drauf. Und wir werden Indiana Jones neidisch machen. Oh, die Kugel, ne? Ja, Jill geht jetzt erstmal Billard spielen. Mit großen Kugeln. Hallo, ein Felsbrocken. That's some balls. Balls to you, my friend. Tür, bitte geh auf. So, kommt jetzt die Cutscene oder kommt jetzt der Hunter? Jetzt kommt erstmal der Main Room. Ah. Da hinten dürfte was drin sein. Du meinst hier drin? Jo. Nee, da war nie was drin. Außer diese komische Zylinderkurbel. Wo das meine ich doch. Wo das Unterteil fehlt. Ja, komm mal nicht mit Key-Items. Ich dachte jetzt irgendwas, was mir hilft, wie ein Kraut oder so. Hier müsste noch Munition irgendwo rumliegen. Hab ich gerade schon gesehen. Und zwar genau hier. Aber du hast der Reste, das ist... Nein, das meine ich nicht, das meine ich. Das sieht aus wie Knarre-Money. Sehr gut. Ein wachsames Auge, mein Freund. Und ein fotografisches Gedächtnis. Das ist noch besser. Ich könnte dich heute noch durch den Wassertempel in Ocarina of Time bringen. Glaub mir. Oh. Okay, Leute, stimmt in den Votings ab. Wassertempel in Ocarina of Time. Waren sie super oder waren sie scheiße? Ich fand sie richtig kacke. Super nicht, aber... Irgendwie haben alle drüber gemeckert und ich musste ihn ständig für alle durchspielen. Aber egal, Cutscene. Is that you, Jill? Enrico! Is that voice Enrico's? Yeah. Jetzt spoiler mich nicht. You're alive. Stop. Are you with anybody, Jill? I want to show you something. No. Sagt er Double Crosser oder Trader? Trader. Das ist nämlich lustigerweise anders bei Chris und Jill, obwohl beide das gleiche heißt. Echt? Weil jo. Der Trader gesagt hat. Mhm. Bei Chris sagt ein Double Cross. Echt? Cool. Enrico! Marty! Hat er jetzt die Knarre gegen dich erhoben? Nee. Dann macht er das nur bei Chris. Da sieht er ihn nämlich. Wesker quasi hin. Oh. Da sieht er die Person, die hinter Jill war. Welche Person? Lisa. Ach so, okay. Die Frau von Enrico. sehr leichtes Name. Das ist übrigens Enrico Marini, der Captain des Bravo-Teams. Ja. Den wir wahrscheinlich noch kennenlernen werden, ne? Das werden wir definitiv, wenn Andy Resident Evil Zero Let's Played und das wird er tun oder ich werde ihn dazu zwingen. Wie denn? Du Sklave. Sonst werde ich dich vor allem deinen Abonnenten darstellen, bloßstellen als Angsthase vor Resident Evil Zero. Ich konnte mich an den Hunter noch erinnern. So viel zu Angsthase. Er ist kill ihn. Und nicht mit der Pistole. Ich kann davon vorbeilaufen, oder? Oh, try. Hast du hier noch Munition, Mann? Ja, aber drei Gewehrschüsse zu opfern. Dann schieß ihn einmal um und renn vorbei. Noch besser.